herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Hier auf der Grünfelder Land. So. Ich muss gerade mal überlegen, was wir jetzt als nächstes tun müssen. Vielleicht bei der Kartonproduktion vorbeischauen. Holzkohleproduktion. Wasser brauchen wir wieder. Polizeiinspektion Drissler am Apparat. Hallo, Herr Drissler. Hallo. Frage, warum er hier? Ja. Ich bräuchte mal wieder ein bisschen Wasser. Achso, nee, das muss ich ja selber holen, ne? Sie können es geliefert haben, Sie können es aber auch holen. Am Wasserturm Helmbergen ist auch Wasser inzwischen da. Können Sie aber auch liefern. Aber ich überlege mir das. Gut. Danke erstmal. Okay. Jo, bis dann. Naja, muss ich ja bezahlen. Beziehungsweise ich bräuchte ja dann ein Fass. Ein Fass müsste ich mir erst kaufen. Fass habe ich nicht. Warte mal, der Jürgen könnte doch so ein Fass haben. Weil wenn der die Tankstellen befüllen muss, braucht er doch eigentlich so ein Fass. Aber das läuft ja hier, die Produktion. Das ist ja nicht so wild. Alter Mist. Thank you.
Warte mal, ich frage den Jürgen gerade mal. Hallo? Jo, Jürgen, ich bin's, Holger. Moin. Hast du ein Wasserfass? Ja, mein Dieselfass, ja. Kannst du das ausputzen und damit dann Wasser transportieren? Würde gehen, ja. Okay, ich bräuchte nämlich Wasser in meiner Kartonproduktion. Kann ich hier liefern, ja. Ist das ein großes oder ein kleines Fass? Großes. Ja, 20.000, warte mal, ich muss mal gerade gucken. 32.000 passen da, glaube ich, rein, ne? Ja, ja. Jo, 32.000 Liter. Ich muss nur gerade gucken, ob ich so viel überhaupt aufnehmen kann. Ne, 20.000. Kriegst du das so genau reingefüllt? Wird eng. Genau 20.000 würde ich nicht schaffen, ne? Ja, kannst du mal gucken. Wenn, dann eher ein bisschen weniger wie mehr. Okay. Rechnest du es dann über mich ab oder wie machen wir das? Also die Zuständigen haben gemeint, in Hellenbergen im Wasserturm wäre was drin. Achso, ja. Also hier beim Händler, ja. Jo. Ja, kannst du da holen fahren. Jo, das wäre nett. Und dann in Kartonproduktion rein. Ja. Gut. Danke. Ja. Hast du was in Erfahrung gebracht wegen der Pacht? Nee. Okay. Sag mal, sag schon nächste Woche Bescheid. Ja, ich bin der Meinung, ich habe bezahlt. Ah, ich weiß es halt nicht, weil ich nicht auf dem Konto bin da. Gut, bis dann. Tschüss. Jo. Alter, der checkt es halt immer noch nicht. Gucke ich mal, dass ich noch ein bisschen Hackschnitzel mache und in die Holzkohleproduktion reinballer, dass die heute Nacht noch läuft, damit wir auch wieder ein bisschen Holzkohle verkaufen können morgen. Kann man hier gucken. Gut, hat geklappt.
Wollte ich gerade mal. Ja, guck ich gleich an. Erstmal hier ein bisschen Hackschnitzel. Hallo? Hallo! Man sieht Moin! Hier. Feierabend! Feierabend, Ausfahrt! Hehe, Feierabend. Jetzt bald. Bin noch nicht fertig. Muss noch ein bisschen weiterarbeiten hier. Och Mensch! Ja. Von nichts kommt nichts, ne? Ja, das stimmt. Wie laufen die Geschäfte sonst so? Naja, LU halt schleppend. Kommt ja kaum noch was rein beim LU. Okay. Ja. Von wieso? Halt allgemein kaum Aufträge. Für diese. Also in den letzten 2 Wochen praktisch nur die 2 Aufträge von dir. Oh, okay. Das ist halt ein bisschen wenig. Was denkst du, was können wir da machen? Na, weiß nicht. Also lange, wenn es so weitergeht, kann das LU auf jeden Fall nicht überleben. Wie schaut es mit den Verkäufen aus? Was jetzt? Lanterne oder wie? Ja. Ja, Lanterne ist ja extra. Ich rechne das gerade. Also mit Lanterne läuft gut. Aber halt, LU. Ist halt wenig ist Einkommen. Jetzt, ist jetzt doof, deine Mitarbeiter stehen daneben, aber. Naja, Leon ist auch ein. Der Zweitchef. Naja, ich meine. Vielleicht muss er halt auch Mitarbeiter reduzieren. Ja, das Problem ist, wenn wir sind zu dritt und wenn wir jetzt zu zweit werden, dann wäre und wieder Aufträge reinkommen, halt auch so das Problem. Okay. Weil dann können wir wiederum die Aufträge nicht. Wie wird es denn ausschauen, wenn man ein bisschen den Landkauf subventionieren? Den Landkauf? Ja, ein bisschen Subventionen an die Bauern geben, dass die mehr Land kaufen können. Dadurch hättest du ja eventuell mehr Fläche, die du bearbeiten musst, weißt du? Mhm. Also. Könnte man überlegen, ja. Reden Sie mal ein bisschen lauter, Herr Müller. Ist halt nur die Frage, ob es dann irgendjemand überhaupt nutzt. Ah, ich würde es nutzen. Ich müsste zwar dann nochmal einen Kredit aufnehmen, aber. Ich würde es auf alle Fälle nutzen. Beim Jürgen weiß ich nicht. Und. Wenn man das so macht, dann ist halt aus dem Rentiert das halt auch wieder fast nicht. Was? Nochmal! Wenn es halt nur eine Person macht, dann rentiert es auch wieder fast nicht. Person halt seine 2 Felder kaufen. Kommen Sie mal auf die Seite hier. Ich höre Sie kaum. Ja klar, aber ich meine, ich bin ja schon ein Kunde und ich würde ja dann meine Auftragslage nochmal erhöhen. Ja, das ist ja schon klar, aber ich mein, wenn eine Person jetzt dann noch 2 Felder dazu kauft, dann ist halt die Frage, wie viele Aufträge dann nochmal extra dazukommen. Ja klar, die Frage wäre natürlich auch, also ich könnte mal abklären, ob die Blaubeeren da auch Interesse dran hätten. Kenne natürlich den Finanzstatus nicht. Aber die könnte ich mal noch anklopfen. Hm.
Neumi, wir müssen uns dann halt mal unterhalten, wie viel da möglich ist. Ja. Müssen wir uns mal überlegen. Weil ich fände es jetzt schade, wenn es LU aufhört. Das wär... Ich tatsächlich auch, aber wenn sich Zeit nicht mehr rentiert, dann ja, klar. Macht das auch wenig Sinn, das weiter zu betreiben. Ich meine, ich müsste halt... Mein Telefon. Volker Varuna, hallo? Moin. Jupp, was los? Wo genau ist denn das? Wo hast denn da genau das Wasserbehälterchen? Das blaue Fass. Hm? Wenn du davor stehst, innen drin, rechte Seite, da wo eine Null steht. Ja, daran. Also direkt rechts. Ja. Jo. Wie viel hast du denn drin? 32.000, 12.000 nimmt der Björn. Ah, sorry. Okay. Perfekt. Okay. Danke. Jo. Ciao. Tschö. Okay, ja, dann würde ich mich mal drum kümmern und dann müssen wir halt mal quatschen, Neumann. Jo, das können wir machen. Gut. Dann machen wir uns mal vom Acker. So. Tschüss. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.